might talk right now. Yes. So I might be talking about you. You, you, and you. I won't mention any names. No, I'll let you do it for me. Jetzt gibt es uns halt 7 Jahre. Wir haben damals im Jugendzentrum Nordend angefangen und haben da lange trainiert. Und das Jugendzentrum Nordend, das wurde mit der Zeit auch viel zu klein, weil immer mehr Leute zu uns kamen. Und dann mit viel Glück haben wir dann die Boxhalle mit Unterstützung von der SOH bekommen. Jochen Böger hat uns damals sehr unterstützt. Da sind wir sehr, sehr dankbar für. Und seitdem sind wir in Hafen 19 und 7-mal die Woche wird hier trainiert. Insgesamt, ich habe mal nachgefragt, sind es 120 junge Menschen, die hier trainieren. Das ist jetzt mittlerweile die 2. Veranstaltung. Die SOH ist einer unserer Hauptsponsoren und wir richten für die SOH jedes einmal im Jahr den SOH Cup aus. Bernd Hackford hat mich damals vor 7 Jahren angesprochen und hat gesagt, hier Wolfgang, kann man nicht eine Boxgruppe machen im Jugendzentrum gegen Gewalt. Das hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt, weil ich habe mich ja vorher mit Boxen nie so auseinandergesetzt. Aber die Grundvoraussetzung war durch den Boxsport, dass man sagt, das, was die jungen Menschen auch wirklich brauchen, Disziplin, Wertschätzung und Respekt, das wird durch den Boxsport auch gemacht. Man muss aber ganz klar sagen, Boxen allein ist nicht gewaltpräventiv, sondern es kommt immer darauf an, welche Leute das machen und was wir drumherum machen. Deswegen ist eine unserer wichtigen Regeln, ist, der im Boxprojekt drin ist und sich draußen prügelt, der fliegt raus ohne zweite Chance. Das andere ist die Nachhilfe, die ist bei uns verpflichtend. Wenn jemand zu uns kommt neu, da wollen wir die Noten sehen. Wenn die bei 4 sind, müssen sie Nachhilfe machen und dann erst das Boxtraining. Und so geht es immer weiter. Jugendberufshilfe machen wir, Jugendberufsorientierung. Und unser erstes Ziel ist eigentlich eines, dass wir auch wirklich sportlichen Erfolg haben wollen. Aber das andere, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, dass man junge Menschen wieder auf die Schiene bringt. How the shit feels when it's this real. Stop lying, dog, you ain't struggling at all. This is Sweden. You ain't packing gas, you ain't hard, you ain't living in the garage. This is Sweden. Wie lange boxst du dann schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Hier in Offenbach? Ja. Und wie alt bist du? 11. Okay. Und macht es dir hier Spaß? Gehst du auch in die Hausaufgabenkontrolle? Nein, ich gehe nicht in die Hausaufgabenkontrolle. Also du bist gut in der Schule? Ja. Okay. Ich glaube, du hast deinen Boxkampf leider verloren, aber du hast auch noch nicht so viele geboxt, ne? Ja, heute ist mein 3. Kampf. Dann, wie viel der Kampf war es bei dir? Mein 9. Kampf. Und wie lange boxst du schon? 3 Jahre fast. Und wie ist es bei dir? Wie oft hast du in der Woche Training? 3-mal. Und wie oft tust du in der Woche trainieren? Jeden Tag. Jeden Tag? Und wie lang? Von 6 kann man bis 8 oder 7. Und ist das nicht anstrengend? Hast du auch schon so richtig Muckis? Zeig mal. Ah, was ist dein Ziel? Willst du mal so Boxprofi werden oder machst du das nur so just for fun? Na, ich will ein Weltmeister werden. Ein Weltmeister? So wie Klitschko oder wie? Ja. Und du? Ich, also mein Vorbild ist Arthur Abraham, aber ich will nicht so Profi werden. Habt ihr keine Angst vor Schmerzen? Und auch nicht vor Blut? Nein. Watching rap shows and reading magazines. But keep rapping, who's the hottest? I get my time with your girlfriend in your own apartment. Lights off, Jay, coming off the stereo. One phone call away and I'm ready to go. I ain't talking in a disrespectful way, but some of y'all have some issues nowadays. Stop lying, dog, you ain't struggling at all. This is Sweden. You ain't packing gas, you ain't hard, you ain't living in the garage. This is Sweden. Fly overseas, claim use a G, please believe. This ain't Sweden. Witness a massacre in Middle East to Africa. Bet you'll be thanking God. I love what I'm doing, plus I don't need to act. Tell a couple of lies.